Soll ich ein Stück hinter? Ein Stück zurückzoomen. Sollen wir zurück? Also rüberfallen? Also schwimmen gehen. Nicht brennen lernen, sondern schwimmen lernen. Schwimmen lernen. Wir gleich eine Runde schwimmen lernen, ja. Wir machen heute eine neue Runde brennen lernen. Neuer Gast, Romy Kirsch. Wenn ihr das Interview noch nicht gesehen habt, wo sie sich ein bisschen vorstellt, das könnt ihr jetzt hier anklicken. Und ja, wir wollen dich heute ein bisschen kennenlernen, brennen lernen, weil es ist ja Nicofeuer TV, muss man ja ein bisschen angepasst haben. Und ich habe jetzt hier ganz viele verschiedene Fragen drin. Mhm. Ich mische die nochmal gut. Und du ziehst einfach, liest die Frage vor. Okay. Ja, das machen wir noch raus. Ich wollte gerade sagen, wenn du für mich ziehst, dann geht das nicht. Nee, das kannst du übernehmen. So. Okay. Einfach mal ziehen, vorlesen und... Aber muss ich die alle antworten? Naja, okay. Wenn du heute Abend nichts mehr vorhast, dann können wir das machen. Hast du außergewöhnliche Eigenarten oder spezielle Angewohnheiten? Also, zählen Macken dazu? Ja, das drückt es quasi aus. Also ich habe ganz, ganz viele Macken. Wenn ich zum Beispiel, wenn du mir Bargeld gibst, ich muss die Scheine dann so in mein Portemonnaie reinlegen, dass die silbernen Streifen dann immer auf der gleichen Seite sind und immer richtig rum. Also ansonsten kann ich die nicht in mein Portemonnaie reinmachen. Okay, das ist schon speziell. Ich kenne mehrere, die das haben. Aber ich habe so ganz viele so kleine Macken, habe ich. Komische Ticks, ja. Aber ja, das kenne ich auch. Gut, so also. Viele habe ich. Fällt dir noch einer ein? Lautstärke. Immer eine gleiche Zahl. Also das kann nur 38 oder 36. Das wird nie 37 sein. Meine Klimaanlage auch nie. Nie. Hast du eine Lieblingszahl oder sowas? Oder? Also ich bin ja am 6. September geboren. Ja. Von dem her der 6. Oh, ja. Das macht Sinn, ja. Hm. Gut, die nehme ich jetzt erstmal, bevor du die nochmal ziehst. So. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen, je nachdem, wie intensiv du die beantwortest. So, nächste Frage. Oh, das ist einfach. Was ist deine größte Leidenschaft? Das ist übrigens Frage von Marie Wegener. Ah, okay. Was ist deine größte Leidenschaft? Ich glaube, ich habe die vorhin schon beantwortet. Also Musik auf jeden Fall. Ich wäre da jetzt nicht drauf gekommen. Ich dachte, jetzt nur Kampfsport. So, dann machen wir gleich nochmal eine. Sind das zwei? Na, guck mal, wenn ihr... Nein, das ist eine. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Bausteine für Erfolg im Showbusiness? Ich glaube, eines davon ist, sich selbst zu sein. Ich glaube, wenn du alles nicht mit dem Herzen machst und nicht wirklich du selbst bist, dann kann das irgendwie nicht Erfolg haben. Ja, das merken die Zuschauer. Genau. Ich meine, ist das dann Glück, wenn du etwas hast, was aber nicht zu dir gehört irgendwie? Weißt du? Hm. Also ja, sich selber sein, glaube ich. Und das war auch der Tipp, den mir... Ich nicht, aber vielleicht kommen die nur ja, zu dir. Ja, ich ziehe sie von dir weg, okay. Aber ja, das war der Tipp, den mir André gegeben hat, noch kurz vor der Bühne bei der ersten Live-Show. Hm. Sei einfach du selbst. Ja. Ich mische jetzt nochmal richtig hier. So, einmal in die Trickkiste greifen. Okay, na, was ist dann die nächste Frage? Falsch rum geht auch. Kannst du auch über Kopf lesen, mal gucken, was da rauskommt. Was regt dich im Alltag am meisten auf? Oh, am meisten... Geldscheine, die nicht richtig im Portemonnaie sortiert. Ja, am meisten. Ich hätte nichts, was mich am meisten aufregt. Aber etwas. Etwas, was mich im Alltag aufregt. Ich bin ja mit dem Auto gekommen, 7 Stunden zu fahren hierher. Mhm. Die Menschen, die den Blinker nicht anmachen können, auf der Autobahn oder in einem Kreisverkehr. Oder ja, einfach macht euren Blinker an. Genau, das regt mich dann irgendwie. Ja. Okay, kann man dich sonst noch nicht irgendwie ein bisschen nerven oder irgendwie mit irgendwas? Ich bin eigentlich ein ruhiger Mensch. Also bis du mich dann zu diesem Punkt hast, wo ich aufgeregt bin, das braucht schon ein bisschen. Das braucht schon. Aber nicht, wer blinken vergisst, der hat verkackt. Nein. Also aber was ich sehr aufregend. Ich sag dann ganz kurz, dein Blinker bitte und das war's dann. So fluchst du im Auto, ja, bitte machen Sie nein, Blinker. Das war jetzt höflich, das war so. Das war so höflich. Nein, ich musste auch ehrlich sein. Ich
fluche auch dann im Auto. Aha, okay. Ich dachte, ich aber auf Französisch. Ich wollte gerade sagen. Ja. Auf Französisch. Sagt man eine Merde? Oder? Kannst du oder Connard oder Con oder ja, solche Namen halt. Okay. Ich hatte damals Französischunterricht und wir haben in den ersten Stunden Ausdrücke gelernt. Hör auf, aber nicht die Schimpfwörter. Ja, scheiße. Was war denn das für eine Lehrerin? Die war cool drauf einfach. Aber die war wirklich gut, aber die hatte so ein bisschen so Spaß am Anfang. Okay, okay. Aber ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass du dann als Schüler irgendwie dann mehr Bock drauf hast. Ja, am Anfang. Wenn du schon fluchen kannst, dann aber lernst du es halt. Aber irgendwann konnte ich trotzdem kein gutes Französisch. Also hat dann irgendwann, komm, zeig mal, was bleibt dir noch übrig? Je m'appelle Nico, j'habite à Berlin. Ja, gut. Ça va? Ja, okay. Das typische. Ja, und sonst. Aber gut. Très belle. Okay, ja, okay. Ja, das ist Standard. Aber schön. Okay, machen wir noch eine Frage. Okay, letzte los. Frage. Los. Und dann haben wir dich genug brennen gelernt. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Runde. Ja, gerne. Oh. Oh, was haben wir hier? Wenn dein bisherigen Leben verfilmt werden würde. Welchen Titel hätte es? Also welchen Filmtitel? Gut, jetzt natürlich wahrscheinlich schwierig mit deutschen Filmtiteln. Ich weiß nicht, was du. Oh, denkst. Muss das ein Titel sein, der schon existiert? Nein, kannst du ja auch ausdenken, oder? Von wem war die? Stimmt, Frage? Ja. Und? Ja, von mir. Ja, nee, kannst du ja ausdenken. Wenn du dein Leben jetzt. Wie lange haben wir? So, ich bin jetzt Regisseur, ich möchte jetzt hier gerne einen Titel haben. Okay, ich hätte gesagt. Mit ganz viel Liebe und Herz. Das ist schön. Ja. Ja. Ich dachte, jetzt kommt Leben und Lamour. Aber hat ja schon ein Album. Ja. Aber Leben und Lamour, also ich meine, Herz ist ja auch nicht da so weit weg. Ja, stimmt. Kommt ja dem so. Ja. Ganz viel Liebe und ja, mit Herz. Habt ihr schon einen zweiten Albumtitel? Steht das schon fest? Ah. Ist das in einer Findungsphase? Oder? Also ich habe einen Favoriten. Und der war mir sofort klar, aber mal schauen, da wir mit dem kreativen Prozess noch nicht zu Ende sind, warte ich da noch ein bisschen, weil es kann ja noch so viel geschehen in der Zeit. Mhm. Also wir warten da einfach noch, aber ich habe schon einen im Kopf. Okay. Ja. Wir sind gespannt. Ja. Vielleicht können wir nächstes Jahr uns nochmal wieder treffen und dann vielleicht du dich ausplaudern. Vielleicht ist es ja schon draußen dann. Wir schauen mal. Gut, dann haben wir dich jetzt brennen gelernt. Dankeschön. Danke dafür und ja. Danke. Abonnieren. Genau, abonnieren. Ciao, ciao.